Moin aus Maui. Wir fahren jetzt nach Hana. Es ist jetzt 17:45, haben noch kurz getankt. Und da Tipp an alle, die noch nicht in Amerika waren, wenn ihr das erste Mal da seid und kein Bargeld habt, ihr müsst immer erstmal vorher reingehen und vorher schon bezahlen. Quasi prepaid. Ja, ihr könnt hier nicht quasi ans Gerät gehen und tanken und dann reingehen, sondern ihr müsst vorher bezahlen und dann tanken gehen. So, Juli war auch gerade drin. Bitte sehr. Und krass. So, sowas gibt's hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Monster Zero in der Ultra Edition. Wie viel ist da drin? 700 ml. Sowas gibt's nur in Amerika. Mein absoluter Traum. Dankeschön. Was hast du noch? Pretzels? Cool. Snyder's Pretzels und Crispy Marshmallows. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ja, egal. Nimmst du mit? Ich glaube, ich muss mal unterschreiben. So, ja, jetzt geht's los. Ihr seht, wir sind ausgerüstet. Wir sehen uns auf dem Weg nach Hana. Ach so, das Auto ist zu. Flatbread. Wo sind wir jetzt? In Paya. Paya. Wir sind auch gerade erst mit 10 Minuten gefahren. 10 Minuten gefahren. Road to Hana. Ich glaube, wir sind noch nicht wirklich weit gekommen. Aber es sieht hier ganz, ganz lustig aus. Ganz niedlich hier, ne? Urig, würde meine Mutter sagen. Was heißt eigentlich urig? Urig heißt doch eher so. Niedlich? Ja, alt auch, alt. Oder nicht? Überall gibt es hier Gelato und Shaved Ice. Mhm, das müssen wir auch unbedingt das mal probieren. Auf ne? jeden Fall. Shaved Ice. Das ist wieder Hit auf. Haben wir uns erst noch drüber lustig gemacht, ne, was das ist. Ja, aber das ist Shaved Ice und dieser Eisladen bei uns in Kihei, das ist die Nummer 1 TripAdvisor-Empfehlung, wenn es um... Erstmal von Kihei Nummer 1, aber von ganz Maui, auch ja. Nummer 1. Wenn es um nicht, also um Restaurants oder um Essenseinrichtungen geht. Hier ist die See ganz schön rau. Ahne fällt gleich da runter. Aber geil, es ist richtig doch, hier cool. Oben ist überhaupt nicht windig. Richtig cool. Ne, hier ist es auch gar, überhaupt allgemein nicht windig. Das ist jetzt hier so ein Lookout, ne? Direkt hinter Paya. Ist das so eine Surferburg? Nee, ne? Da wären die schon lange da. Na, ich glaube, das ist ein bisschen zu krass. Ja. Ne? Zu viele Felsen. So, wir waren jetzt gerade irgendwo, wo auf so einem Surfbrett stand Twin Falls Farm Stand. Und dann lief da so ein anderes Pärchen rum und die haben für uns mal gecheckt, ob da was geht. Scheinbar geht da nichts. Und dann sind die weitergefahren. Deswegen fahren wir jetzt auch einfach weiter, ne? Ja, außerdem regnet das noch, ja. Falls das die Twin Falls waren, wo wir auf jeden Fall hin waren, fahren wir halt auf dem Rückweg da. Regnet es mega. Also, was heißt mega für Hawaii-Verhältnisse? Jetzt hat das schon wieder aufgehört. Fast. Wir haben noch Zeit, es sind noch nicht mal 7 Uhr. Wir haben noch, genau, wollte ich gerade sagen, es ist erstmal 7:50. Und die Serpentine. Jetzt geht hier die Hana Road los. Vor allen Dingen stand da gerade 20 Meilen windy, ne? Das kann hier richtig reingehen. Reingehen? Richtig. Das ist richtig reingehauen. Jetzt brauchen wir, glaube ich, für den Wind keine Angst haben, unser Auto wiegt 800 Tonnen. Vor allen Dingen hätte man auch, ne, habe ich gelesen, hätte man so eine Tour machen können, so eine Luxury-End-Tour oder sowas. Deluxe-Tour. Auf jeden Fall stand dann da, dass man von einem Cadillac Escalade, ein neues Modell, abgeholt wird morgens und dann nach Hana gefahren wird mit allen Highlights. Ich weiß gar nicht, stand gar nicht dabei, wie viel das kostet. Da hat Arne, habe ich jetzt Arne erzählt, was hast du da gesagt, Arne? Das Auto haben wir schon und fahren tue ich sowieso lieber selber. Also? Okay, da waren schon mal kleine Waterfalls. Ich glaube, das war jetzt noch nicht so spektakulär, aber wir halten für alles an. Es könnte alles sensationsmäßig sein hier. Ja, aber ich habe vorher noch gelesen, dass hier es ganz, ganz viele tolle Sachen gibt, aber die sind alle nicht mit Schildern versehen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne?
Wir sind natürlich wie immer Nicht so gut vorbereitet. Nicht so gut vorbereitet. Ich weiß nur, dass bei Meile 12, 13 irgendwas sein muss. Und wir sind gerade mal bei Meile 5. Ne? Alles easy. Meile 8. Serpentin ohne Ende. Da kommt wieder eine Brücke. One Lane Bridge. Das ist auch wieder so eine Haarnadelkurve. Boah. Das sind die doch, oder nicht? Das hier, ist das nicht die, das nicht die Wasserfälle? Da stand was auf dem Schild, hast du es nicht gesehen? One day in Hawaii. So, wir sind in Hana angekommen. Wir sind jetzt erstmal hier im Harbor. Hana Bay. Hana Bay. Das ist die Bay. Jetzt müssen wir natürlich erstmal auf Klo. Ganz wichtig. Erstmal auf Klo. Kommt einer drin. Ja. Wir sind hier nirgendwo. Ich hab's drauf. Die sind nirgendwo. Aber wenigstens ist da jetzt mal einer hinter uns. Ja. Wir wollen zu den Seven Sacred Pools fahren, also die sieben versteckten Pools. Und irgendwie wird das hier immer enger. Immer. Jurassic Park Style. Ja, echt. Aber Jurassic Park wurde ja auf Kauai gedreht oder Kauai oder so. Haben noch uns die Deutschen erzählt im Haleakala-Krater. Hier laufen auch über so Viecher rum, da haben wir auch gerade Bananen gesehen, Bananenspinnen. Das ist richtig Dschungel jetzt. Das wär ja, ist ja gar nichts für mich eigentlich. Jetzt sind wir echt am Ende der Insel angekommen, glaube ich so. Vor allen Dingen könnte man jetzt hier eigentlich auch wieder rumfahren, dann nach Kihei, zu unserer Stadt, wo wir wohnen. Aber da ist eine unpaved road und da steht... It's not covered for... keine Mietwagen. Ja, unpaved road, rental cars not covered. Das heißt, wenn wir daher fahren würden, was bestimmt einige auch schon mal gemacht haben, wären wir nicht versichert, wenn wir da stecken bleiben oder sonst irgendwas. Ne? Brauchen wir auch nicht probieren. Nein, machen wir auch nicht. Aber irgendwie fahren wir immer mehr rein hier ins Dickicht und ich weiß nicht, ob hier überhaupt noch irgendwas kommt. Na klar. Mir ist das ein bisschen uneinig. Wir sind, glaube ich, an dem entlegensten Ort, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wo man überhaupt hinkommen kann, hier mit so einer riesen Kiste. Das Wetter ist richtig geil, aber die Pools, die wir suchen, sind wahrscheinlich echt so versteckt. Sind entweder wirklich so secret, top secret, dass wir dass wir dran vorbeigefahren sind, oder sie kommen jetzt gleich noch. Kommen noch. Da steht naja. Gleich kommen hier... Jetzt sind wir im Nationalpark. Ah, okay. Sind wir im Nationalpark. Ja? Ja, das sind die bestimmt. Ich fahre mal ein Stück zurück. Guck mal, 1, 2, 3, 4. Wie viel sind da noch bei dir auf der Seite? 1, 2, 3, 4. Ja. Dann sind die das. Ich lasse euch mal auf die andere Seite. Da fließt das ins Meer. Hier hinter uns sind auch Touristen. Das haben wir jetzt mal schon gesehen.
Wir sind jetzt an dem entlegensten Punkt angekommen, boah, den man mit dem Auto hier auf der Insel erreichen kann. Schaut mal. Und jetzt wandern wir hier mal in den Dschungel rein. Mal sehen, was es zu sehen gibt. Julia hat schon alles ausgelabüstert bestimmt. Und schauen wir mal, was es zu sehen gibt. Bleibt dabei. So, wir sind mitten im Dschungel. Wir wandern jetzt. Wir wandern jetzt zu den Wasserfällen hoch. Und ihr kriegt jetzt mal exklusiv einen Ausblick, wie tief das hier runter geht. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Wahrscheinlich nicht. Da ist der Wasserfall oder der Fluss. Ich glaube, von oben sieht das extrem geil aus. Der erste Wasserfall. Guck mal, der sieht da oben drin. Wer? Oh, krass. Stimmt. Das sind ja Menschen. Ja. Oh. Sehen? Ob wir uns das trauen, mal sehen. Unglaubliche Landschaft. Unglaublich. Das ist echt, wie bei Jurassic Park, oder? Ja. Das ist echt wie bei Jurassic Park. So, wir gucken mal, ob wir auch dahin kommen. Links, rechts, links, rechts. Wie weit ist es noch, Papa Schlumpf? Schau mal hier. Boah, krass. Baum. Ein richtig krasser Baum. Wie nennt man die? Das will mal rauskriegen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ein Wurzelbaum. Wurzelfeder. Krass. Wir sind jetzt hier mitten in die Wasserfällen. Und das Wasser wäre richtig erfrischend, oder? Bestimmt. Ein Berg Kristallwasser. Aber hier kann jederzeit ein Flasch runterkommen. Lauscht mal. Der Bambus knackt. Ich hoffe, man hört das auf der Kamera. Boah, krass. Immer. Bambus. Heftig. Das nutzen die ja in Asien bei dem Hochhausbau immer noch, ne? Als Gerüste. Keine Stahlgerüste, sondern Bambus, weil Bambus kann nicht brechen. Wegen der Faserstruktur. Ja. Also auf Bambus kann man eher vertrauen als auf Stahl und so weiter. Back to nature. So, Cardio ist auf jeden Fall schon mal für die Woche durch hier. Puh. Und es geht immer noch weiter und weiter und weiter. Oh. Genau, Leute, der Weg ist das Ziel. Nein. Nein, nein. Ja, so Leute, guckt euch das an. Wie lange sind wir jetzt hier hochgelaufen? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Krasser Wasserfall. Krasser Wasser. Ich bin noch gut am Spitzen. Der Haleakala National Park in Waimoku Falls. Julia ist auch gut am Schwitzen. So, jetzt springen wir da rein. Ja. Soll ich machen? Boah, es ist so mega heiß. Jetzt hier ist richtig heiß auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie hoch wir jetzt hier wieder sind. Jetzt hier richtig tropisch.
unglaublich. Wahrscheinlich wieder der gleiche Spruch auf der Kamera kommt, dass wir mal annähern. Wir haben den Hike überlebt. Ihr habt ja den Ausblick gesehen, das hat sich auf alle Fälle gelohnt, aber ich glaube, wir waren jetzt 2 Stunden unterwegs. 2 Stunden? Locker 2,5, glaube ich. 3. 3 Stunden. Jetzt sind wir wieder mega fertig. Warte, jetzt ist es 20 vor 12. 20 vor 12? Ja. 1. 20 vor 1. Ja. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Ich habe für Julia und mich die Cinnamon Raisin Bread fertig gemacht. Ich habe da noch ein bisschen Hähnchen und Fat-Free Cheese drauf. Julia hat nur Käse. Hier habe ich Doppelpack. Das ist meins? Yep. Geil. Ich habe mir auch 2 fertig gemacht. Und natürlich noch für, damit die Ballaststoffe nicht zu kurz kommen und die Proteins, ein S'mores Quest Bar. Nachher geht's Outback Steak. Steak, Steak, Steak. Aber noch müssen wir das ein oder andere hier sehen. 3 Stunden nach Hause fahren. Ja. Ihr werdet es erfahren. Oder auch nicht. Hier wird's eng auf dem Rückweg. Jetzt fahren sie alle erst in die Richtung. Wir müssen jetzt immer schön hin und her navigieren hier mit dem Navigator, neben dem Escalator. Aber passt schon. Driving Skills verbessern. Es waren bestimmt 50.000 Schritte. Ja. Gibt es jetzt endlich Steak, wir sind bei Outback. Und es gibt das, was wir immer nehmen. Sirloin, ne, Oz, ja. 6 Oz. Natürlich mit den Micros, Asparagus und einer Kartoffel. Das wird jetzt aufgegessen, dann esse ich vielleicht noch Eis. Mal gucken, passt eigentlich nicht mehr die Micros, aber schauen wir mal. Heute ein paar mehr Kalorien verbrannt. Und wir sehen uns dann morgen. Es gibt auch hier richtig geilen Nachtisch, ne? Ja, wir haben hier schon ein paar Anregungen für den Cheat Day am Montag bekommen. Auf jeden Fall. Wir gehen nur wegen dem Salted Caramel Cookie Skillet. Ja, aber lass die Leute so ein bisschen Spannung machen. Ne? Das konnte man also auch nicht so richtig sehen. Nee, nee, schaltet wieder ein, der Cheat Day wird übertrieben. Ja? Bis dahin wird jetzt Legendary? Nein, Legend? Wait for it. Damn.